Hi, was geht, Leute? Hier ist Johnny Mo. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute geht es weiter mit dem Karrieremodus von Planet Coaster. Heute werden wir mal das Szenario ausprobieren, was dazugekommen ist mit dem Winter-Update. Und zwar ist es das Festtags-Szenario. Und wir fangen mit dem festlichen Feiertagspark an. So, gucken wir uns das mal an. Das kennt ihr vielleicht. Das ist auch im Prinzip so eine Art Vorschaubild mal auf Facebook und so gewesen von Planet Coaster. Und wir sehen eine glückliche Lebkuchenfamilie. Sogar ein ganzes Dorf. Mit diesem Baum, der gemacht ist aus diesen kleinen Süßwarenkeksen. Und hier... Oh, was hat der Herr denn gesehen? Seine Frisur ist sehr abgefahren. Und dahinter stehen wahrscheinlich die Eltern oder so. Mama, das ist nur eine Phase. Nein, nein. Ist auch egal. Wir gucken uns erstmal an, was wir machen müssen. Ziehe 400 Gäste an, erreiche eine Szeneriebewertung von 50. Ziehe 800 Gäste an, Szeneriebewertung von 100. Und ziehe 1600 Gäste an. Okay, okay. Und zahle alle Darlehen zurück. Darlehen? Darlehen? Höre ich da richtig? Oh oh. Was haben wir denn? Ein 5000 Dollar Darlehen. Oder? Ja. Müssen noch 6400 zurückzahlen. Ist kein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen uns beeilen, damit unsere Kohle nicht ganz weg ist. Hier ist alles gesperrt, sehen wir gerade. Die Baupläne, weil uns was fehlt. Gucken wir mal, was wir an Fahrgeschäften hier haben. Hier haben wir mal die Bumpen-Derbys. Wo ist der Eingang überhaupt? Ich mache mal kurz Pause. So, dann gucken wir erstmal hier rein. Und wir sehen, der Eingang ist nicht hier. Wo ist er denn? Da, da ist der Eingang. Okay. Das heißt, die Leute kommen hier rein. Ach, da sind die ersten Gäste, die jetzt hier reinkommen. Aus unerklärlichen Gründen. Ist mir auch egal. Ich mache erstmal auf und ich mache mal erstmal einen Weg dahin. Was haben wir denn hier benutzt überhaupt für einen Weg? Das ist dieser Tonweg. Das ist, glaube ich, das der hier, ja. Breite, würde ich sagen, mal 8. Ne. 6. 6 ist richtig. Dann machen wir die Länge noch ein bisschen länger hier. Und machen erstmal eine Verbindung. So. Bumm, fertig. Und hier können wir so eine Art Themenpark noch hinmachen. Oder Themengebiet. Obwohl ich nicht weiß, ob ich hier wirklich ein Themengebiet machen werde. Ich würde sagen, hier fangen wir erstmal an. Wir haben hier, welchen Weg haben wir da? Diesen Betonweg oder was das immer sein soll. Rustikaler Weg, genau das ist es. Machen wir den mal breiter. Auf 8 jetzt, jawohl. Und machen erstmal hier wieder eine Lollipop-Schnecke, whatever. Irgendwas Rundes. So, sieht aus wie eine Sprechblase. Und dort machen wir die erste Attraktion rein. Wir haben den Bumpin' Derby, wir haben den Hammer Swing, wir haben die Teacups. Und die kosten nur 900 Dollar. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Die Teacups sind eigentlich immer ganz gut. Erstmal, dass wir ein paar Attraktionen haben, die ein bisschen Kohle reinbringen. Denn wir brauchen richtig viel Kohle. Schon mal testen. Der Ausgang und die Schlange nicht vergessen. Ein bisschen Platz lassen für unser Premium-Pass, den wir auf jeden Fall bauen werden. Ups, das sieht ein bisschen blöd aus. So, schon besser. So, den Premium Pass, wie machen wir den am besten? Ich würde sagen, ich versuche jetzt immer hier so ein bisschen, nochmal ein bisschen hier wegzumachen. So, dann können wir den Premium Pass nämlich direkt dran machen und dann hier irgendwie durchverbinden, dass die Leute direkt vorgelassen werden. Das können wir schon mal eröffnen. Unsere erste Attraktion steht. Jetzt haben wir noch 2900 Dollar. Ich würde sagen, einfach weil es neu ist, machen wir einfach mal die Bumpin' Derbys rein. Hier so an der Seite irgendwo. Vielleicht hier? Hier sieht gut aus. Das passt. Auch den Ausgang so, ja, mehr oder weniger auf der gleichen Höhe machen. Dann kommen hier die ganzen Fressläden rein. Dann denken sich die Leute, ja, ich habe hier gerade so eine geile Attraktion gehabt. Und lasst uns einfach weitergehen und dann irgendwie hier mal einen Burger essen oder sowas. Hier machen wir auch noch eine Schlange dran. Das mal ein bisschen wegmachen. So. Okay. Bam. Den kann man sofort aufmachen. Ist eine neue Attraktion, das heißt, Prestige ist nicht ganz so wichtig. Weil, ja, es neu ist und die Leute eh für was Neues immer gut zu begeistern sind. Und ich würde sagen, wir machen mal Speed hier an. So. Upsa. Und jetzt sollten die Leute kommen.
Ich hoffe, sie kommen. Wir haben schon bereits 7 Besucher. Ist das nicht Wahnsinn? Ganze 7. Die Zufriedenheit ist natürlich jetzt im Keller, weil hier noch nichts los ist, ne? Wir haben nur noch $400. Und ich hoffe, die Gäste kommen mal langsam. Denn wir brauchen etwas hier. Und zwar, wir brauchen Kohle. Ich mache das mal auf $6 hier. Und das hier, wie teuer ist das? 5? Dann machen wir auch auf 6. Ist gleich teuer dann. So, die Gäste kommen, unser Geld geht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch irgendwie jetzt die nächsten 5 Monate überleben. Mit unseren $200. Und dann müssen wir abwarten, dass alles gut geht, würde ich sagen, ne? Ich weiß, es ist ein verdammt langer Weg hier, aber wenn die einmal da sind, dann ist das gar kein Problem. Bitte kommt, bitte kommt. Lauft, Leute, rennt um euer Leben. Wir brauchen Kohle. Okay, was auch immer die reden. Oh, guck mal, wie viele Leute kommen. Guckt euch das mal an. Wow. Das sind alle unsere Gäste hier. Wow. Es wird ganz, ganz zügig Tag. Und es kommen immer mehr nach. Sehr gut. Ihr seid die Kandidaten, die uns die nächste Attraktion bringen. Wir sind gleich im Minus. Wir sind im Minus. Jetzt heißt es, Leute, rennt. Rennt um euer Leben. Geht auf die Sachen drauf. Bitte. Schneller. Okay, das sieht schon mal gut aus. Da ist die ganze Familie draufgegangen. Oh, wir bewegen uns langsam wieder ins Plus. Yes! Okay, es sieht gut aus. Wir sind langsam im Plus. Die Leute stehen hier Schlange. Die ersten 3 Leute dürfen fahren. Nee, es sind 6. Oder sogar noch mehr? Nee. Wie sieht's denn hier aus? Ja, das ist das einsamste Bumping Derby, das ich hier gesehen habe. Irgendwie 2 Autos fahren hier. Ja. Genauso würde ich mir das auch vorstellen, irgendwie. Machen wir wieder ein bisschen schneller. Das Geld geht nach oben. Das ist schon mal gut. Vielleicht klatschen wir jetzt schon mal einen Eintrittspreis drauf. Vorn, wir haben, mal gucken, wahrscheinlich 0. Ja. Machen wir mal, wisst ihr was? Hier 50 Cent, Familie 30 Cent. Das ist auch schon mal gut, dass wir so ein bisschen zumindest haben. 200 Besucher haben wir. Jetzt müssen wir gucken, dass die irgendwie natürlich jetzt hier immer schön beschäftigt sind mit diesen 2 Attraktionen. Jetzt müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir mit diesen 2 Attraktionen so viel reinkriegen, dass wir uns die nächste Attraktion leisten können, dass die Leute wieder einen Grund haben, hier reinzukommen. Die nächste Attraktion wäre... Oh Gott. Der Whirly Rig. Der Whirly Rig kostet nämlich nur 67 und der bringt immer Kohle rein. Immer. Ist einfach eine Familienattraktion. Jeder geht da drauf. Irgendwie ich würde da drauf gehen. Oh, die Leute gehen wieder. Aha. Habe ich gesagt, ihr sollt gehen? Nein. Leute, überlegt es euch nochmal. Vielleicht müssen wir noch ein nächstes Darlehen aufnehmen. Damit wir zumindest irgendwas hier zu bieten haben. Gucken wir mal. Darlehen. Wo haben wir das denn? Unter Finanzen wahrscheinlich. Ja. Also ich könnte das so laufen lassen. Dann würden wir irgendwann wieder auf den grünen Zweig kommen. Aber ich glaube, ich muss irgendwie ein neues Darlehen aufnehmen. Weil wir ja gleichzeitig das hier zurückzahlen. Wir können das auch mal ein bisschen verringern. Ist ja nicht ganz so schlimm. Obwohl wir dann mehr zahlen müssen. Das ist auch doof, ne? Ich mach das mal. Es ist nicht so schlimm. Also Zeit haben wir ja. Auch wenn wir jetzt mehr zahlen müssen. Wenn wir jetzt nur 250 pro Monat, also die Hälfte zahlen müssen, kriegen wir natürlich auch mehr rein. Jetzt ist der nächste Tag. Die Leute gehen langsam. Das ist natürlich nicht so schön. Wo gehen sie denn hin? Die gehen alle raus. Das ist nicht so toll. Weil sie alle Attraktionen gefahren haben. Müssen wir uns überlegen, ob wir da nicht doch jetzt noch ein Darlehen aufnehmen, weil das wird ein bisschen knapp sonst. Ha. Gehen die Leute hier durch oder sagen die, ist es mir zu teuer? Ne, die gehen da echt durch. Ha. Es ist schon einsam in der Arktis, oder? Wer baut den Vergnügungspark in der Arktis? Gucken wir uns in der Zwischenzeit nochmal das hier an. Ich finde das eigentlich sehr cool gemacht hier. Das ist ein kleines Dorf, das ich aber nicht so toll benutzen kann, ehrlich gesagt. Weil das halt hier oben drauf ist. Ne? Da müsste ich hier irgendwie einen Weg hochbauen. Erst dann wird es Sinn machen. Wir probieren unser Bestes. Ich glaube, ich muss ein neues Darlehen aufnehmen, sonst wird das nichts. Wir machen hier 10.000. So. Und das zahlen wir natürlich auch zurück, aber ein bisschen weniger. Ich weiß, wir müssen sehr viel zurückzahlen dann. Aber wir können uns jetzt schon mal ein paar mehr Fahrgeschäfte leisten.
Zum Beispiel können wir jetzt hier erstmal den Whirlyrig hinstellen. Den Whirlyrig mache ich auch erstmal hier hin. Erstmal Testfahrt. Das schon mal erledigt ist. So, dann den Ausgang. Ah, nehme ich den mal. So. Öffnen. Und schon haben wir eine neue Attraktion. Jetzt solltest du mehr Leute anziehen. Und vor allen Dingen müssen wir mal gucken, was wir hier sonst noch haben. Ich würde sagen, wir machen direkt noch eine Attraktion. Irgendwas Krasses vielleicht mal. Den Hammerswing. Hammerswing ist ganz gut, aber hat so wenig Kapazität. Dann doch lieber den hier. Den Sundial. Und den mache ich auch mal irgendwo hier hin. Kriege ich den irgendwie hier hin? Ja, so. Einmal schnell testen. Bam. So, Ausgang platzieren. Ganz locker hier irgendwo hin. Und dann noch natürlich den Eingang verbinden. So. Bam. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir erst eröffnen. Jetzt gucken wir mal, wie viel nehmen wir dafür. 7. Ich mach mal direkt 9. Sollten die Leute bezahlen. Auch hier machen wir ein bisschen mehr. Wir haben 4. Wir machen daraus 6 vielleicht. Und hier haben wir 6. Mal gucken, was die Leute sagen. Ist ja so teuer. Ja, komm. Okay, mach mal 5. Hier haben wir... Ja, nee, das ist den Leuten... Das wäre 6 Dollar. Vielleicht sagen sie hier auch, das ist zu teuer. Mal gucken. Wie sieht's hier aus? Das ist den Leuten anscheinend egal. Die Szeneriebewertung müssen wir ein bisschen hochklatschen gleich. Aber zumindest ziehen wir jetzt schon mal Leute an. Wir müssen gleich mal auf unsere Finanzen gucken. Wir haben doch keine Leute hier im Park, die, dafür sorgen, dass er in Stand hält, bleibt, der Park. Ich habe bewusst noch keine Geschäfte reingemacht, weil wir dann auch wieder Fachkräfte einstellen müssen. Das kostet uns wieder. Ich warte jetzt erstmal, ob wir vielleicht durch Attraktionen schon mal so ein bisschen geregelt kriegen. Wir haben eine Parkbewertung von 276. Wir brauchen, mal gucken. Ah ne, Szeneriebewertung von 100. Okay, das haben wir natürlich noch nicht. Eine Parkbewertung ist wieder was anderes. Aber wir haben das erste Ziel schon erreicht. Jetzt brauchen wir noch eine Szeneriebewertung von 50. Das sollten wir auch hinkriegen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, die Geschäfte zu setzen. Denn wenn wir das machen, was ist das denn hier? Toiletten zum Beispiel, ein ganz tolles Geschäft. Dann kriegen wir ja auch die Szeneriebewertung dadurch gepusht, sage ich jetzt mal. Machen wir die Toiletten einfach mal hier hin. So, gucken, wie das aussieht. Ist doch schön, oder? Jetzt werden wir gleichzeitig sehen, dass wir, wenn wir den Sunlight angucken, aha, plötzlich sind die Szeneriebewertungen von der Warteschlange zumindest auf 87% gestiegen. Das ist schon mal gut. Mal gucken hier. 19%, hier haben wir ganz wahrscheinlich 0, ja. Und hier haben wir auch 0. Kriegen wir aber auch noch hin. Wir machen erstmal einen Laden hier hin. Was haben wir denn hier für einen Laden? Oder ist das ein, mal gucken, was das ist. Muss ein Chief Beef sein wahrscheinlich und so. Mache ich jetzt einfach mal hier hin. Warum hier hin? Einfach, damit wir die Szeneriebewertung hier mitkriegen. Hier 100% haben wir jetzt hier. Jetzt müssen wir hier auch vielleicht ein bisschen mehr haben. 11%. Und hier haben wir 19%. Auch nicht schlecht. Machen wir einfach noch einen hin. Vielleicht kriegen wir hier einen irgendwo hin. Naja, das geht leider nicht. Machen wir sonst noch einen hier hin. So, und dann ein Eingang für diese Sachen. Ist aber auch teuer, ne? Muss man sagen. Ist nicht geschenkt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Es sind Marshmallows gestapelt. Oh, das ist aber schön gemacht. Das ist nett. Das gefällt mir. Was haben wir denn noch so? Den lustigen Clown hier. Nee, das sieht echt unheimlich aus, ey. What the fuck? Übel. Ein großer Eingang. Das könnten wir doch machen, aber wo? Hier beim Sundial, aber da haben wir schon 100%. Wäre vielleicht interessanter, vielleicht hier mal auch 100%. Machen wir den hier weg. Und machen stattdessen hier den hier hin. So. Bam. Erster Stern geschafft. Sehr gut. Okay, damit haben wir den ersten Stern geschafft. Das ist schon mal gut. Und wir haben 424 Gäste im Park und 2000 Dollar Bar. Die immer weniger werden, by the way. Beliebteste Attraktion Bumpin' Derby. Okay. Okay.
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Szeneriebewertung, also zumindest von Anfang. Und jetzt können wir gucken, dass wir diese Attraktion, obwohl wir hier schon ein bisschen besser haben, ist die Prestige noch nicht so hoch. Das liegt eigentlich daran, weil die, ja, hier überhaupt nichts drumherum ist, ne? Genauso hier haben wir 251, ist auch nicht so toll. Hier haben wir 412, weil hier 412 Teile wahrscheinlich in der Nähe sind oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt, wie das berechnet wird. Aber wir wissen schon mal, das ist schon mal besser geworden. Was haben wir hier? 2, 4, das ist noch nicht so gut. Okay, wir versuchen jetzt auf jeden Fall die nächsten Sterne zu kriegen. Das wäre jetzt 800 Gäste, das werden wir locker schaffen. Wir haben ja jetzt schon die Hälfte geschafft. 100, auch kein Problem. Und 1600 Gäste ist natürlich ein großer Schritt, sag ich mal, von 800. Aber das kriegen wir hin. Und die Darlehen müssen wir auch zurückzahlen, die zwei. Die sind auch am Laufen. Aber wir sehen, wir steigen so langsam mit dem Geld. Das ist schon mal gut und es ist momentan, glaube ich, auch noch spät. Das heißt, die Leute sind nicht so oft da. Ich mache mal ein bisschen Fast Forward jetzt und dann gucken wir mal, dass wir alles hinkriegen.